Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia hier im Postamt. Erst letztes Mal haben wir Poki bereits angehört, dass hier einiges zu tun ist. Ich weiß gerade nicht, was zu tun ist. Komm, kann ich den Postboten... Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Verschicken. Da erinnere ich mich an die Pukongs. An die Pukongs. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Okay. Die Katzen übernehmen mir die Frankierung. Dann hau ich die mal mit dem Narkotikum um. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Wie entspannt sie auf einmal ist. Okay. Versuchen wir es nochmal. Lass mal mir die Klappen offen. Ich habe hier diese Geschenke. Geschenk eingeben. Adresse. Was? Versand. Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Oh, die Kätzchen tun mir ein bisschen leid. Okay, dann setze ich mal sie auf Speed. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer... Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Wie entspannt sie auf einmal ist. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich habe... Oh. Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Errungenschaft freigeschaltet, unterfrankiert. Dann lasse ich die mal normal arbeiten. Ich weiß übrigens nicht, was sie gerade tun muss. Und schon läuft sie wieder mit normaler Ich bin hier gerade nur willkürlich am Rumprobieren eigentlich. Ich habe... Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist einfach unterfrankiert.
Versand Lol. Ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Okay. Dann setze ich Sie mal wieder unter Drogen. Sie können... Hey, ich sollte... Kann ich eigentlich noch... Ich habe hier diese Geschenke... Frankierung wird gescannt. Fehler, Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, hehe, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Ja. Schön. Ah, auf den Heuchposten. Poki. Aha, wenn euch die Stimme wie mir auch des Telefonisten von Kuwak bekannt vorkommt, dann liegt das entweder daran, dass ihr zu viel Fernsehen guckt und insbesondere ein Ohr in die Waagschale legt, wenn während des Werbeblocks mal wieder eine Upias-Werbung läuft. My Little Farmies. Oh, die kleinen Kuschelhasen sind wieder ganz traurig. Helf ihnen. Das ist nämlich der Alex Grimm, der das macht, der allerdings vielleicht euch sogar noch besser bekannt ist für seine Rolle als Harvey in Edna bricht aus oder Harveys neue Augen. Ja, es ist tatsächlich derselbe und er spricht hier mal wieder den Telefonisten. Eine Rolle, die ich ihm auf den Leib geschrieben habe. Er ist ja ein guter alter Schulkollege von mir tatsächlich. Beziehungsweise eigentlich war Klassenkamerad von meinem Bruder sogar. Das wissen ja die wenigsten. Das ist ja total private Info, die ihr eigentlich gar nicht haben sollt. Auf der rechten Seite sehen wir Posttauben, die sich ja bekanntermaßen am Erdmagnetfeld orientieren. Und das steht auch in Verbindung mit einem kleinen Rätsel, das ich hier eingefügt habe, das ihr möglicherweise noch gar nicht gelöst habt. Ich habe eben im letzten Raum schon ein bisschen Andeutungen fallen lassen. Es handelt sich in diesem Fall tatsächlich wieder ein Rätsel, das ihr in einem extra Screen, in einem quasi also in einem Close-Up-Rätsel oder auch gerne genannt Minigame Screen lösen könnt. Und dazu fällt mir noch ein, dass ich, als ich das Spiel designt habe, mir tatsächlich die einzelnen Felder und Dinge mit Stift auf Papier gemalt habe und dann mit Münzen das Ganze halt hin und her geschoben habe. Das habe ich tatsächlich ganz klassisch mit Münzen auf Papier designt, bis es dann total gut funktioniert hat. Und schließlich, nachdem wir es dann gebaut haben, Jahre später, ich war felsenfest überzeugt, dass das total deppensicher ist, das Spiel, und dass man das nicht kaputt kriegt, da haben wir dann festgestellt, dass es doch eine Möglichkeit gibt oder mehrere Möglichkeiten gibt, was eigentlich nicht passieren sollte, eine Spalte leer zu bekommen und eine weitere mit 4 Münzen auf dem Papier eben zu füllen. Das ist ziemlich peinlich. Das ist uns ganz spät erst aufgefallen und da das Minigame schon fertig designt war, ist das auch im Spiel noch möglich. Man kann es ja trotzdem noch schaffen, aber die Anzeige reicht dafür gar nicht mehr aus bei dem Spiel. Ja, haben die Game Designer wohl verkackt. Okay, wir haben den Telefonisten, den Patch-Schrank. Und kloppen da mal das Erdmagnetfeld rein. Ah, und das ist dieses Close-Up-Rätsel, ne? Oh Gott. Er sieht ziemlich relaxed aus. Relaxed? Hey, huhu. Hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesen... Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus.
Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Bäm. Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Okay, ja, jetzt haben wir das Erdmagnetfeld hier angebracht. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Oh Gott, das kann ich drehen. Ich weiß übrigens wieder nicht, was ich tun muss. Ich weiß, ich bin hochprofessionell. Jeder weiß. Ah. Dicke Taube an, okay. Und die grüne Bettkarte auch zurück. Das ist okay. Ah. Ah, okay. Klein. Gut. Ah, okay. Ah. Ah, jetzt kapier ich's. Hier steht auch leicht, mittel und schwer. Okay. Jetzt schnalle ich das Rätsel. Boah, das hat jetzt extrem viel gerissen. Wir müssen die Mitte so leer wie möglich bekommen. Damit die leichte Taube hier reingeht. Und dann abstürzt wahrscheinlich. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Probieren wir es erstmal so. Da ist die mittlere Taube im schweren Taubenschlag. So. Okay. Schwer war sie auf Lethargie und sie auf Crack. Wie entspannt sie auf einmal ist. Okay, dann reichen wir mal die Coupons ein. Ich habe hier diese... Und Frankchen ist über. In der Hoffnung, dass die Taube jetzt abstürzt. Frankierung wird gescannt. Fehler
Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Okay, gucken wir mal, was passiert. Die ist jetzt irgendwo runtergekommen. Die Frage ist nur, wo ist sie runtergekommen? War das hier irgendwo? Hier ist halt Schrotthaufen, ne? Oder ist die bei uns hier im Hinterhof abgeschmiert? So, mein Handy jetzt wie bescheuert. Okay. Da muss ich doch die leichte Taube hier reinkriegen. Die Frage ist nur, wie. Ah, ich glaube. Nein. Shit. Ah, jetzt haben wir 3 mittlere Tauben. Oh Gott. Ich sehe schon, das kann dauern. Wie hieß das gerade? Man kann eine Reihe loswerden. Vielleicht bringt mir das ja was. Okay, mittlerer Taubenschlag. War das gerade, ne? Mittel ist sie auf normalem Tempo. Und die andere auf Speed. Okay. Das ist so bescheuert. Ich habe. Aber was tue ich mir mit dem Kätzchen an? Das geht einfach nicht raus. Okay. Ja, dann halt nicht. Nein, ich will die Mitte freikriegen. Ich krieg hier gleich echt Zustände, ne? Boah, Leute, ich raste aus, ne? Jetzt haben wir schon wieder 3 mittlere. Thank you.
krieg die Motten hier, ne? Boah, ich krieg einen Anfall. Also für dieses Rätsel möchte ich Poki ganz fest ins Gesicht schlagen. Wirklich. Ich schrei gleich. Ich werde hier noch wahnsinnig, ne? Oh, ich kann nicht mehr. Nee, Leute. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich kann nicht mehr. Ich krieg hier gleich echt eine Macke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und... Hoffe, ihr bleibt dran. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.